zurück zu den Ursprüngen. Simple Technik, jede Menge Fahrspaß und die grandiose Optik der Fahrzeuge aus den 1980er Jahren liegen derzeit besonders im Trend. Wie es bereits andere Hersteller vorgemacht haben, bringt jetzt auch Kyosho ein Re-Release. Der Scorpion aus dem Jahr 1982 ist wieder auferstanden. Das Alu-Leiterrahmen-Chassis des Scorpion mit seinen Anbauteilen besteht zu 90% aus Metall. Optisch kann der Scorpion nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Der Fahrakku wird von unten ins Auto eingelegt. Ein handelsüblicher 6-zelliger Nickel-Metall-Hydrid-Akku oder auch ein 2S-Lipo finden hier Platz. Im Gegensatz zum Urmodell, das noch eine relativ grobe Verzahnung des gesamten Getriebes hatte, setzt Kyosho jetzt komplett auf 48 dp Getriebezahnräder. Zusätzlich ist eine Rutschkupplung eingebaut. Durch die Gewichtsverteilung sind die vorderen Räder oft in der Luft. Die Reifen werden auf matt verchromten, einteiligen Kunststofffelgen geliefert. Die passenden Einlagen aus Schaumgummi sind bereits montiert. Die Reifen muss man aber noch verkleben. Sie bieten guten Grip auf nahezu jedem Untergrund. Die Schräglenkerachsen verrichten auch heute noch gute Dienste. Bei dem geringen Gewicht des Scorpion halten die Aluteile einiges aus. Die Dämpfer verfügen über gehärtete Kolbenstangen und verbesserte Kunststoffteile. Die Dämpfergehäuse sind aus Aluminium gefertigt und man muss lediglich die Ölbefüllung noch selbst vornehmen. Überschläge und unsanfte Landungen steckt der Scorpion klaglos weg. Alle Elektronikkomponenten sind im hinteren Teil des Chassis untergebracht, was durch die Gewichtsverteilung für gute Traktion sorgt. Die meisten Fahrwerksteile sind aus hochwertigem 6061er T6 Aluminium gefertigt und machen einen äußerst robusten Eindruck. Der Rammer hingegen besteht aus flexiblem Kunststoff. Frühe Optik gepaart mit neuer Technik. So macht Vintage Racing Spaß.